Sie entleeren und befüllen den Kühlmittelkreislauf der Standklimaanlage. Dafür bauen Sie zuerst die Rückwandverkleidung in der Fahrerkabine aus, denn dahinter sitzt der Ausgleichsbehälter. Dessen Verschlussdeckel schrauben Sie nun weg. Für die folgenden Arbeiten brauchen Sie dieses Werkzeugset. Es besteht aus dem Befüllgerät und dessen Schnellkupplung sowie dem Überlaufschlauch. Aber den brauchen Sie erst für den Befüllvorgang. Zunächst muss die Kühlmittelflüssigkeit raus. Nehmen Sie die Abdeckkappe am Serviceventil ab und schließen Sie hier die Schnellkupplung des Befüllgeräts an. Dann öffnen Sie den Verschlusshahn und lassen das Kühlmittel ab. Achtung! Der Verschlusshahn muss sich dabei mindestens 50 cm unter dem Serviceventil befinden. Schließen Sie den Verschlusshahn wieder. Sie haben ca. 2 Liter Flüssigkeit abgelassen. Zum Befüllvorgang müssen jedoch 7 Liter im Befüllgerät sein. Füllen Sie es also entsprechend auf. Eine Trittleiter erleichtert Ihnen die folgenden Arbeitsschritte. Bringen Sie das eine Ende des Überlaufschlauchs am Ausgleichsbehälter an und schalten Sie die Zündung an. Öffnen Sie den kleinen Verschlussdeckel am Befüllgerät und drücken Sie den Überlaufschlauch hinein, bis er festsitzt. Jetzt schieben Sie die Isolierung an der Rücklaufleitung nach oben. Denn hier bringen Sie eine Klemme an. Achten Sie auf einen absolut dichten Verschluss. Montieren Sie das Befüllgerät und öffnen Sie den Verschlusshahn. Außerdem muss das Befüllgerät jetzt mindestens 50 cm höher als das Serviceventil stehen. Mithilfe der Star Diagnosis starten Sie die Kühlmittelpumpe. Lassen Sie sie so lange laufen, bis das Kühlmittel blasenfrei in das Befüllgerät fließt. Durch den durchsichtigen Schlauch sehen Sie das gut. Ist die Flüssigkeit nach 3 Minuten noch nicht blasenfrei, überprüfen Sie, ob die Klemme tatsächlich fest sitzt. Dann schließen Sie den Verschlusshahn und lösen die Klemme wieder. Schalten Sie die Kühlmittelpumpe über die Star Diagnosis aus. Warten Sie circa eine Minute, bis sich die Rücklaufleitung gefüllt hat. Währenddessen sinkt der Flüssigkeitsspiegel im Ausgleichsbehälter. Der Vorgang beginnt von neuem. Wir nennen ihn Vorgang 2. Verschließen Sie die Rücklaufleitung mit der Klemme und schalten Sie die Kühlmittelpumpe an. Nun Verschlusshahn öffnen und warten, bis das Kühlmittel blasenfrei fließt. Danach den Verschlusshahn schließen und die Klemme an der Rücklaufleitung lösen. Die Kühlmittelpumpe lassen Sie aber noch 2 Minuten laufen, denn der Kühlmittelkreislauf wird nun entlüftet. Kontrollieren Sie nun den Flüssigkeitsspiegel im Ausgleichsbehälter. Ist der Stand mehr als 5 mm unter die Max-Markierung gefallen, müssen Sie Vorgang 2 wiederholen. Sie können mit dem Rückbau beginnen. Der Befüllvorgang war erfolgreich.